Hallo, mein Name ist Kai und dies wird eine kleine, vielleicht feine Einführung in die WebAudio-API sein, mit der man schöne Dinge machen kann. Es gliedert sich in sechs kleine, feine Punkte auf. Es geht jetzt auch gar nicht so sehr tief in Programmcode, sondern eher einfach erstmal in das Konzept, die Idee, beziehungsweise das, wofür es da ist, was man damit machen kann und was man daraus machen kann. Also quasi so die Basis und das, was man damit machen kann oder könnte, wenn man dann was machen will. Und ja, es fängt einfach kurz an mit einer kleinen Übersicht mit der Web-Audio-API, dann die Browser-Unterstützung. Was eigentlich heutzutage vielleicht gar nicht so dramatisch ist, weil die meisten wahrscheinlich sowieso unbewusst irgendwo die neuesten Browser oder den neuesten Browser, den eigenen Favoritenbrowser nutzen und die meisten, so wie ich das da gesehen habe, unterstützen das in der heutigen Form sowieso. Einsatzgebiete sind halt nur Beispiele, weil letztendlich ist die eigene Vorstellungskraft, die eigene Kreativität, das Limit oder die Grenzen, genauso wie die Beispiele. Eigentlich ist das irgendwie das Gleiche, nur ein bisschen konkreter und dadurch wird es halt mehr eingekerkert, aber es soll ja auch nur halt sowas wie Impuls geben. Dann so zwei, drei formelle Sachen, die hinterher vielleicht irgendwann mal interessant werden können, wie das Team, wo ich jetzt nicht jeden Einzelnen erwähnen werde. Aber es ist halt schon interessant. Das ist ja halt eine API von vielen und für jedes dieser einzelnen Teile gibt es halt ein Team, wo es mit Sicherheit auch Überschneidungen gibt, die halt hier und dort mitarbeiten, Sachen implementieren und ja, dann halt noch die Dokumentation bzw. das Repository oder die Anlaufstelle auf GitHub. Also erst GitHub, die Anlaufstelle, wo man dann nachschlagen kann und in, soweit eigentlich den Programmcode runterladen kann, beziehungsweise Teile davon oder halt eben Fehler, Neuerungen oder halt was weiß der Geier melden kann oder anfragen kann, was man möchte und dann halt die Dokumentation, die zugegebenermaßen, wenn man sie das erste Mal sieht, ziemlich wild aussieht. Aber das, glaube ich, sind bei Dokumentationen eigentlich immer so diese, weil es immer so der Fall bei einer Dokumentation ist, die meistens eigentlich ziemlich wild aussehen. Aber ich glaube, wenn man erstmal so ein bisschen den Drall, das ist ein bisschen salopp ausgedrückt, raus hat, dann dürfte es ziemlich einfach werden. Naja, springen wir gleich auf die nächste Folie. Genau, die Web-Audio-API ist einfach gesagt, eine Sandbox, ein Sandkasten im Browser, in dem man Audiodateien bzw. Signale bearbeiten kann, verändern kann, modifizieren kann, wie auch immer. Eigentlich ist der Fachbegriff dafür, bzw. das ja, fachtechnische, der Begriff API und steht halt für im Englischen für Application Programming Interface, was einfach auf Deutsch Programmschnittstelle heißt. Und wenn man das, also so sehe ich das jedenfalls nicht ausschließlich, aber so mache ich es mir ziemlich einfach, ist das eine Brücke beziehungsweise Teile des Sandkastens, der Sandbox, sind eine Brücke zu einem weiteren Sandkasten Sandbox. Und in dem einen Sandkasten, machen wir das einfach mal tatsächlich an einem Sandkasten in dieses Beispiel, hat man in seinem Sandkasten in aller Regel Sa Sand. Und wenn man sich vielleicht so an seine Kindheit zurückerinnert, dann und vielleicht tatsächlich das erleben durfte, falls das so ist, dann hat man manchmal mit dem Sand halt Formeln gemacht. Und das hat man manchmal freihändig gemacht, manchmal mit Formen. Und diese Formen könnten halt Methoden sein. Und mit diesen Methoden kann man halt den Sand formen und in bestimmte Muster bringen. Und das ist halt eigentlich schon so der Kern, was da passiert.
Der Sand selbst hat Eigenschaften, fein oder grob zum Beispiel. Und mit den Formen, die die Methoden sind, verändert man den Sand seiner Form. Und so kann man halt sich das ungefähr vorstellen. Nur, dass es halt mit Tönen passiert, beziehungsweise Klängen. Und die erste Version wurde, jedenfalls laut Dokumentation, wenn man zurückblättert, am 15. Dezember 2011 veröffentlicht. Und die API, beziehungsweise mit der Sprache, mit der man sich in dem Sandkasten bewegt, ist JavaScript. Und mit der Sprache, mit der man generell das meiste im Browser, jedenfalls in solchen Bereichen oder halt auch was dynamische Webseiten angeht, sich bewegt. Also wenn man das hier kann, kann man es auch woanders und umgekehrt. Wenn man jetzt dynamische Webseiten gebaut hat, dann fällt es einem auch nicht unbedingt schwer, sich mit JavaScript in dem Zusammenhang auseinanderzusetzen. Die API bzw. wie es funktioniert in der Web-Audio-API, also in dem Sandkasten, ist eigentlich ganz einfach. Es sind einzelne Elemente, wie bei einem Synthesizer zum Beispiel, einfach nur kleine Bauelemente, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Ein Oszillator zum Beispiel, das ist ein Bauelement, was in einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Zeit oft schwingt. Also mit oft kann es weniger oft sein oder viel oft. Also um es so zu sagen, es kann 20 Mal schwingen in einer Sekunde, es kann auch 2000 Mal schwingen in einer Sekunde. Und das ist quasi so die Basis, wo ein Ton, Klang, jedenfalls technisch, also rein in diesem Fall digital technisch erzeugt wird. Und dieses Signal, was da rauskommt, also der Ton, der wandert von dem Oszillator, also ein Knotenpunkt, dafür steht Node, zu einem weiteren. Jetzt kann man das untereinander verbinden, wie man das möchte. Und dort aus kann man zum Beispiel, ich spreche es einmal aus, das Wort ist ein bisschen merkwürdig, ich verhaspel mich eh wieder. Gain Node, das ist eigentlich nur, wenn man sich nicht ganz tief hineinbegibt, ein Knotenpunkt, der dieses Signal entweder leiser oder lauter macht. Und der Convolver, klingt halt ein bisschen nach Western, ist ein Knotenpunkt, der mit ein bisschen Mathe, nicht viel tatsächlich, einen Hall drauflegen kann. Also das Ganze wird wahrscheinlich schneller beendet sein, als ich denke. Dann die nächste Folie. Okay, Browser-Unterstützung. Eigentlich nichts Spektakuläres. Die gängigen Browser unterstützen eigentlich alle die Web-Audio-API. Ich glaube kaum, dass mehr die meisten die ganz alten Browser nutzen. Vielleicht in Firmen noch, aber so privat vermute ich mal eher die wenigsten. Mobile Browser sind so gut wie alle davon oder unterstützen so gut wie alle die API. Kann man unten auch, beziehungsweise kann man auf der Webseite caniuse.com slash audio minus API nachlesen. So, welcher Browser was ab welcher Version es unterstützt. Am Anfang, das wird vermutlich die wenigsten betreffen, die damit neu anfangen, weil sie halt auf einem relativ neuen Stand sind, falls, ich meine, man kann Software relativ schnell updaten, jedenfalls im privaten Bereich, gab es Versionen in einer früheren Version, wo man noch einen kleinen Präfix, eine Vorsilbe vor der Erzeugung des Objektes setzen musste. Das hat viele Gründe. Eigentlich fallen mir spontan nur zwei ein. Erstens, der Name war schon vergeben und man musste ihn halt leicht abändern.
damit er in keinen Konflikt gerät mit einem anderen Namen intern, damit also die Software nicht durcheinander kommt zwischen zwei Namen, also Eindeutigkeit, was aber auch manchmal der Fall ist, einfach nur weil man es so in den Leitlinien des eigenen Unternehmens mal definiert hat. Und da ja jeder Browser letztendlich aus einer eigenen Organisation entstanden ist, so in etwa, kann es ja auch einfach sein, dass man es einfach nur gesagt hat, wir machen es einfach so. Also keinen höheren Zweck, sondern einfach nur, weil man es cool findet. Aber gehen wir mal ganz klassisch davon aus, dass es halt einfach gemacht wurde, weil es irgendwo schon vergeben war. Einsatzgebiete, das Einzige, was jetzt hier ran interessant ist an dieser kleinen Folie, ist, das sind fünf Beispiele, aber es sind ja auch nur kleine Funken. Also man kann mit dieser Web-Audio-API in Videochats, Videospiele, ob 2D, 3D spielt keine Rolle, Musikprogramme, Online-Radio, soziale Medien halt mit hier und dort sich, ja, ich wollte sagen, einnisten, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Gott, Faden verloren. Anwenden, implementieren, wenn man was Bestimmtes damit erreichen möchte. Also es ist eigentlich eher die eigene Kreativität, der eigene Horizont, der, wie soll ich sagen, das Limit, die Grenze ist. Das hier sollen nur so kleine Appetithappen sein, was man damit machen kann. Also man kann halt dann zum Beispiel auf Ereignisse in Videospielen oder in einem Chat oder in einem Musikprogramm reagieren und dementsprechend halt seine Musik zum Beispiel aufbauen. Das ist durchaus möglich. Ereignisbasiert. Ein einfaches Beispiel: Man geht jetzt durch einen Dungeon, passiert jetzt eine Pforte und diese Pforte löst ein Event aus oder ein Ereignis aus oder halt einfach einen Schalter aus. Und wenn dieser Schalter ausgelöst wurde, dann fährt das eine Musikstück runter, also wird immer leiser, und das andere wird immer lauter. Zum Beispiel, also einen Übergang schaffen. Jetzt habe ich halt schon ein vollständiges Musikstück quasi als Beispiel genommen, also quasi gar nicht den Oszillator selbst. Wie schon gesagt, es ist halt sehr vielseitig einsetzbar und man kann alle möglichen Quellen nutzen, die es gibt an Audiosignalen beziehungsweise generell Signale. Deswegen, also das ist hier, das sieht zwar irgendwie sehr spartanisch aus, man denkt jetzt vielleicht, boah, ist das wenig. Nee, das soll ja eigentlich nur kurz mal so, ah, da kann man es einsetzen und dann kann man ja eigentlich daraus folgern, dass man es ja eigentlich generell überall einsetzen kann. Nur ob man daraus einen eigenen Sinn schließen kann oder ob es, ja, in erster Linie geht es eigentlich darum, kann man einen eigenen Sinn daraus erschließen? Weil abgesehen davon kann man, egal wie sinnig oder es nicht ist, prinzipiell einsetzen. Man kriegt irgendwo noch stumpfer, irgendwo eine Tabelle mit ganz vielen Zahlen und sagt sich, okay, diese Zahlen, da haben wir 20 Millionen Zahlen oder eben 20.000 Zahlen, ist egal, 100 sind auch okay, ist egal wie viel. Und da gibt es jetzt eine Schleife, in der diese Zahlen verarbeitet werden durch. Ich nehme mal, das lehne ich ein bisschen raus, durch einen Algorithmus, durch, also das Wort sagt es ja schon, Algorithmus, Rhythmus, also durch eine wiederkehrende Prozess, durch eine wiederkehrende Aktivität, wiederkehrende Aufgabe, die diese Zahlen so manipuliert, so berechnet, so verändert, dass zum Beispiel immer in einem Rahmen von minus, bleiben wir jetzt beim Oszillator oder springen wir zum Oszillator zurück, von minus 1 zu 0 nach 1 und wieder zurück, immer dazwischen per Zufallsgenerator immer wieder eine Zahl ausrechnet. Das nennt man übrigens Sinus und Cosinus. Also eigentlich ist beides irgendwo das Gleiche, aber nicht ganz. Und wenn man diese Zahlen dann dort quasi ausgibt, kann man zum Beispiel damit einen Hall erzeugen. Oder halt ganz viele andere Sachen. Okay, es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel schon geworden. Weil vieles habe ich jetzt schon vorweggegriffen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Beispiele halt, Klangerzeugung, was ich schon erwähnt habe. Synthesizer auf Englisch.
Also man könnte sagen Klangfabrik. Wie vorhin schon erwähnt, vielschichtige, komplexe Elemente, auf Englisch Modular Routing, die man zusammensteckt, um halt eine Kette von Signalen zu bekommen, um hinten über einen Lautsprecher zum Beispiel dann einen Ton zu erzeugen. So kann man sich aber auch alles andere vorstellen, zum Beispiel im Haushalt. Wie nennen sich die Dinger nochmal? Intelligentes Heizen wollte ich es nennen. Das ist auch so eine Sache. Ja, aber zum Beispiel so, dass man anhand von Höhen und Tiefen misst und sagt, dann und dann muss was ausgelöst werden, dass zum Beispiel die Heizung angeht oder ausgeht und solche Sachen. So kann man sich das grob tatsächlich vorstellen. So funktioniert das. Und auch Zeitsteuerung sagt es ja schon aus. Also indirekt oder direkt, je nachdem, wie man es betrachtet. Man kann mit der Zeitsteuerung auf Englisch Envelope und zu Deutsch wiederum Hüllkurve sagen, in welchem Zeitraum der Ton voll aufgeht. Also sagen wir mal 300 Millisekunden, eine Sekunde braucht er, bis er voll erklingt. Und dann lässt man ihn abflachen auf ein bestimmtes Level. Man kann es auch sofort wieder runterfahren lassen auf 0, also einfach auf 1 hoch, auf 0 wieder runterschießen lassen. Oder man hält es irgendwo dazwischen und sagt, es geht auf 1 hoch, geht auf 0,5 runter. Das ist jetzt sehr abstrakt, das kann man halt wie einen Stundenplan eigentlich sich vorstellen. Ich bringe dieses kleine Beispiel zu Ende. Man geht auf 0,1 hoch, auf 0,5 runter, hält 0,5 für eine Zeit lang und lässt es dann auf 0 wieder runterfallen über eine bestimmte Zeit. Und das ist quasi so diese Hüllkurve. Also die Kurve, dass es hoch geht, runter geht, hält, wieder runter geht und dann wieder aus ist. Oder man lässt dieses Halten dazwischen weg, das kann man auch machen. Es ist eigentlich egal, was man macht. Man kann das Ding auch einfach nur komplett hochschlagen lassen, die ganze Zeit anlassen. Man braucht es auch gar nicht auf 1, also auf 100% hochschlagen lassen, ausschlagen lassen. Man kann es auch einfach auf 0,2 hochschlagen. Also man merkt eigentlich schon, dass es sogar Richtung Prozente geht. Also man kann sagen, okay, 1 ist 100%. Man merkt also schnell, okay, man kann mit dem einen das andere quasi aufsaugen. Gott, wie sehr ich einfach von 1 ins andere rutsche. So ausufernd wollte ich das gar nicht machen. Und damit kann man dann auch Effekte erzeugen mit einem Synthesizer, mit den einzelnen Knotenpunkten, wie Hall auf Englisch. Okay, ich sage das nicht mehr, nur noch den Begriff, wie es auf Englisch heißt. Hall, Reverb, Verzerrung, Distortion, Zittern, Tremolo. Vielleicht kennt das jemand von der Fiedel, von der Geige, Violine. Schwenken, Panning zwischen den Ohren oder den Seiten des Gehörs wechseln. Auf YouTube findet man haufenweise Lieder, die sowas machen. Die nennen sich teilweise 8D, 9D, 10D, wo man dann einfach quasi relativ rund mitbekommt, wie das von dem einen Ohr zum anderen Ohr schwenkt. Aber auch statische Dinger. Filter, Tiefpassfilter, Hochpassfilter. Wenn man den einen verstanden hat, hat man den anderen auch verstanden. Das ist ganz einfach. Frequenzen gehen mach mal wirklich ein Beispiel, ein simples Beispiel ohne das Wort Frequenz. Es ist wie ein Kaffeefilter, kann man sich das vorstellen. Man lässt nur etwas Bestimmtes durch. Und im Fall von Zahlen sagt man, okay, wir haben Zahlen von 0 bis 10 und sagt, okay, beim Tiefpassfilter jetzt, um dabei zu bleiben, wollen wir nur, weil von 0 ist das Tiefste und 10 das Höchste zum Beispiel, wollen wir nur 0 bis einschließlich 7 durchlassen und sagen, 8, 9 und 10 fällt raus und das wird dann quasi abgeschnitten oben. Deswegen sagt man auch High-Cut-Filter, dass das obere Teil abgeschnitten wird. So ist es auch quasi umgekehrt herum, wenn man den Hochpassfilter nimmt. Mit Frequenzen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt super einleuchtend zugänglich. Das ist aber das, was vorhin ist mit dem Oszillator, wie wenn er schwingt, wie oft in einer bestimmten Zeit schwingt. Und schneidet das halt dann wieder. Fragt man sich, aber warum macht man das nicht gleich? Das ist ja halt die Krux daran, wie man an etwas rangeht. Geht man über einen Oszillator, geht man von ganz unten bis nach ganz oben und geht jeden Schritt peu à peu durch, kann man wahrscheinlich sich viele Schritte nachher sparen, die man dann nicht mit einer bestimmten Software
justieren brauche. Man könnte sich das auch so als Werkzeug vorstellen. Ich muss, okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich kenne das jetzt vom Holz kaum, dass man sich ein Holz irgendwo holt und dass, wenn man es schneidet, nicht mehr großartig schleifen muss, dass es schon so allglatt ist, dass man es nicht mehr schleifen braucht. Aber wenn man halt die Basis sauber ausarbeitet, dann braucht man oben vielleicht nicht mehr so viel nacharbeiten. So könnte man sich das vorstellen. Was das jetzt im Einzelnen sein könnte, mir fällt tatsächlich gerade kein Beispiel ein, wo man im Nachhinein. Genau, doch, ich hab's. Genau. Simples Beispiel. Ich flechte im Moment einen Korb in einer Ergotherapie. Und so sauber man dort am Anfang schon arbeitet, und was ich dummerweise nicht ganz getan habe, aber was ich auch gar nicht so sehr jetzt komplett mehr ausbügeln will, weil ich mich dabei erstmal selber kennenlernen will, ist, umso sauber man gleich am Anfang arbeitet, umso einfacher wird jeder Schritt danach, oder besser gesagt, umso einfacher bleibt es, umso gleichmäßiger bleibt es, anstatt hinterher alles wieder auszubessern. Eigentlich kann man das eigentlich tatsächlich auch auf so was wie Fusch am Bau übersetzen. Bevor man irgendwie alles dahin schlammt, wollte ich schon sagen, sollte man sich Zeit nehmen, das in Ruhe für aufbauen. Okay, jetzt bin ich jetzt viel zu weit weg. Auf Musik jetzt betrachtet oder auf, wenn man zum Beispiel in einer Musiksoftware arbeitet, und man kriegt einen fertigen Sound, zum Beispiel irgendwo hat jemand sein Klavier aufgenommen, dann kriegt man ja das Endprodukt. Jetzt kann man aber an diesen Frequenzen, was man dort bekommt, halt Sachen wegschneiden, wenn man sagt, okay, das unten ist mir einfach zu viel, da ist zu viel Wumms und ich will das nicht, dann schneidet man das quasi mit einer bestimmten Software unten weg. Das könnte man, wenn man von ganz unten anfängt, dann müsste man jetzt in dem Fall sogar beim Klavier anfangen, so bauen, dass das erst gar nicht aufkommt, dass das gleich schon sehr sanft und trotzdem irgendwo kräftig sich anhört. Man merkt halt, dass das irgendwo immer am Wabern ist. Das will ich damit sagen. Ein weiteres Beispiel ist grafische Anzeige bzw. Analyse. Das ist dann halt, wenn man diese Kurven sieht als Grafik, Sinuswelle. Das, was man früher in der Schule mal gemacht hat und gehasst hat, wie sonst was, sieht man dann plötzlich ganz schnell vor sich hingleiten oder dahin schwinden und fragt sich eigentlich im ersten Moment, hä, was sehe ich da eigentlich? Ja, man sieht tatsächlich das, was man hört. Und das ist knifflig, weil man es am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Man denkt sich so, hä, das sieht nicht so aus wie das, was ich höre. Und das ist am Anfang so. Aber umso länger man dabei bleibt, umso öfters man sich das anguckt, umso öfters man sich das mit anderen Sachen zusammen verbindet, umso mehr kommt dann tatsächlich der Eindruck und nicht nur der Eindruck, sondern auch die Annahme, jedenfalls vielleicht dann doch eher durch den Eindruck, ja, das ist so. Das, was ich sehe, ist das, was ich höre. Es ist dann von einer Sinuswelle geht es weg zu einem Quadrat, von einem Quadrat zum Sägezahn, vom Sägezahn zu einer Drehangel. Das sind Wellenformen, aber das geht zu weit. Das ist das, was man tatsächlich hört. Ja. Jetzt einfach nur was ganz Rudimentäres noch. Hinter dieser Schnittstelle bzw. hinter diesem Teil der Software steckt ein 23-köpfiges Team, die halt seit 2011 mindestens, auch schon davor wahrscheinlich, halt an dieser API schrauben und feilen und Verbesserungsvorschläge und generell Vorschläge annehmen und sie nach und nach, wenn sie sich in dieses ganze Gebilde gut einfügen, aufnehmen. Also eigentlich kann jeder daran teilnehmen, jeder, der halt irgendwo daran Interesse findet und daran tüfteln will, kann teilnehmen und sich verwirklichen quasi. Und die hier segnen das ab. Das ist quasi wie eine Qualitätskontrolle, könnte man sagen. So gut es geht. Kennt man ja. So aus Arbeit und Schulung. Ja. Hier einfach das GitHub-Repository, wo man sich das Ganze softwaretechnisch angucken kann. Darunter die Dokumentation. Die ist, wenn man das erste Mal sie sich anguckt, sehr wild. Für mich immer noch. Aber irgendwann legt sich das. Genau.
ganzen Quellen. Und ja, das war's. Jetzt bin ich an vielen Stellen wahrscheinlich viel zu sehr ausgeufert. Es liegt einfach daran, dass man halt tatsächlich relativ schnell von A nach B hüpfen kann, weil es irgendwo im Kern alles miteinander verbunden ist. Und ich weiß halt noch nicht ganz, wie ich das stärker strukturieren kann, ohne dabei, ja, also es effizienter zu gestalten, aber ohne es zu verkomplizieren. Das war mit Sicherheit jetzt an der einen oder anderen Stelle super kompliziert. Aber es ging auch mir eigentlich eher darum, dass so die Idee rüberkommt. Gar nicht so sehr das kleinkarierte Technische, wie jetzt jedes einzelne Wort geschrieben werden muss, wie die Zahl angegeben oder die Zahlen angegeben werden muss, sondern so die grobe Idee, was man damit machen kann. Eigentlich alles in der Softwareindustrie, wollte ich schon sagen, Industrie ist ein bisschen überproportional ausgedrückt, aber alles, was ein irgendwie im Kopf so rumschwirrt, könnte man damit ausdrücken. Das geht tatsächlich. Wie schon sagt, Kreativität, die eigene Vorstellungskraft und gewisse, ich sag's mal tatsächlich, Eigenschaften, die man dann doch haben sollte. Also zum Beispiel, wenn man taub ist, könnte es tatsächlich knifflig werden. Also nicht gar unmöglich, weil wie schon vorhin gesagt, man kann es sich ja auch grafisch anzeigen lassen. Und wenn man damit etwas dann noch emotional anfangen kann, obwohl man es nicht hören kann, dann ist das durchaus vielleicht sogar befriedigend. Ich weiß, klingt falsch, aber das ist halt irgendwie auf der einen Seite viel und dann auf der anderen Seite wenig. Es gleicht sich halt immer so ein bisschen aus. Naja. Also aus der kleinen Einführung ist doch etwas zu Großes geworden, vielleicht. Ich wünsche dir soweit einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht eventuell bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.